Je vous donne le résultat de l'élection. Ergebnis der Wahl. Est élue avec 181 voix, Madame la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. Bundespräsidentin dieses Landes zu sein, ist für mich eine Ehre und es ist für mich eine Verpflichtung. Unsere politische Kultur muss auf dem Respekt vor dem Andersdenkenden beruhen und auf einer gemeinsamen Überzeugung, nämlich dass die Bereitschaft zum Kompromiss ein Ausdruck von Stärke ist, nicht von Schwäche. Ich bin sehr bewegt. Ich war so häufig jetzt in diesem Nationalratssaal, eigentlich in den letzten Jahren und jetzt einfach in dieser Funktion nach dieser Wahl. Es hat mich wirklich sehr berührt. Die direkte Demokratie ist ein einzigartiges, ein faszinierendes politisches System. Ich bin stolz auf dieses System. Es ist auch ein mutiges System, weil eben alle viel Verantwortung übernehmen und dieser Mut, das gefällt mir. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Bundesrat selber, der Job ist sehr, sehr anstrengend und noch zusätzlich Bundespräsidentin, das bedeutet eine extreme Belastung. Aber sie macht das sicher sehr gut. Ich denke, es ist sicher auch gut, wenn jetzt einmal eine Frau Bundespräsidentin wird. Zum Ehrensalut ein Schuss. Ho! Pass! Geht auch den Jugendlichen, gerade denen vielleicht einmal eine Erinnerung, dass sie mal bei etwas dabei waren, was sie vielleicht heute noch nicht ganz begreifen, aber später realisieren, aha,
Das ist unsere Gesellschaft. Das ist Politik, das gehört zu uns. Ich finde es gut, weil dann sieht man sie noch und weiss nicht, wer es ist. Mit der Wahl von Simonetta Sommaruga zur Bundespräsidentin erlebt Köniz einen historischen Augenblick. Es bedeutet mir unglaublich viel, dass wir hier heute zusammen auf diesem Schlosshof sind. Nehmen Sie auch Tee und Glühwein. Ich freue mich, dass Sie da sind. Einen schönen Abend und bis bald wieder in Köniz. Ich bin sehr stolz, dass wir von Köniz eine Bundesrätin und eine Bundespräsidentin stellen. Sie ist immer noch gleich wie immer. Sie ist immer noch sehr bescheiden und einfach jemand ganz, ganz herzlicher. Wir sind politisch nicht ganz in der gleichen Richtung, aber ich schätze sie sehr. Ich habe mit ihr gearbeitet, ich habe gerne mit ihr gearbeitet und wir mögen uns, glaube ich, recht gut. Ja, ich bin ganz begeistert. Es sind so viele Leute hier, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, zum Teil nicht kennen, aber wir wohnen alle in Köniz und es ist wunderbar, hier mit der Bevölkerung zu feiern. Ich war ja hier Gemeinderätin, 8 Jahre in Köniz, und ich denke, ich habe eigentlich alles da gelernt, was es braucht, für Bundesrätin zu sein, nämlich gut zusammenarbeiten im Kollegium, können streiten, aber gleichzeitig auch sich wieder versöhnen und am Schluss merken, die guten Lösungen, die finden wir nur zusammen.